ist ja normal, dass man sich mit dem Spiel nochmal auseinandersetzt, dass wir das Spiel auch relativ ausführlich analysiert haben. Und speziell mit der zweiten Halbzeit extrem zufrieden waren, was unsere eigene Leistung anbelangt. Die Leistung des Schiedsrichtergespanns fanden wir jetzt nicht so prickelnd, wenn man ganz ehrlich ist. Auf der anderen Seite entlässt uns das natürlich nicht aus der Pflicht, beim Stand von 2-2 auswärts auch einfach mal mit dem Punkt zufrieden zu sein und gut zu stehen und nicht unbedingt noch aus 3-2 zu spielen. Das hat uns so ein bisschen das Genick gebrochen, dass wir da ein bisschen zu wild geworden sind. Mit der Leistung sehr zufrieden, mit dem Ergebnis nicht so wirklich. Ja, natürlich war es ein Rückschlag für uns. Ne? Wir haben ein gutes Spiel gemacht, gerade zweite Halbzeit. Denke ich, kann man auch an dem Eckballverhältnis dann auch festmachen, wie das dann letzten Endes läuft. Ich meine, Schiedsrichter hat man schon oft genug gesehen, dass die auch Spiele, ich sage mal, negativ also entscheiden können. So war es uns leider auch betreffend, aber ja, so richtig niedergeschlagen. Natürlich war ein Moment der Enttäuschung dabei, aber das muss man schnell verarbeiten und dann heißt nächste Woche kommt das nächste Spiel. Ja, das ist so eine Mischung aus beiden. Die Mentalität und die Risikobereitschaft, die will ich haben. Lieber mal dann auch eine Niederlage einkalkulieren. In der speziellen Situation nach dem Eckball müssen wir einfach besser stehen, das war ein taktischer Fehler. Rückblickend betrachtet ist es schon extrem, wie schnell das jetzt alles so ging. Für mich persönlich nehme ich das auf jeden Fall nur positiv wahr und klar, jetzt mit dem ersten Tor, ich meine, ich bin nicht der Torgefährliche, der sich als Ziel setzt, jede Saison mindestens 2 Tore zu schießen, aber freut mich natürlich für mich persönlich und im Nachhinein schade, dass wir da nicht mehr geholt haben in Ingolstadt. Ja, ich bin natürlich stolz. Ich bin jetzt im 5. Jahr bei Arminia und wenn man die Jugendabteilung halt durchläuft, dann ist das natürlich das Ziel, Profi zu werden. Und wenn man es dann geschafft hat, ist man natürlich stolz und ich bin auch glücklich, jetzt halt noch 3 weitere Jahre hier halt spielen zu dürfen. Ja, also man kommt in der Mannschaft eigentlich ganz gut zurecht und ich hatte halt den Vorteil, dass ich jetzt im Januar in der Türkei halt schon dabei war. Dadurch kannte ich die Jungs halt schon teilweise ziemlich gut. Und dann ist das halt so ein schleichender Prozess, dass man sich immer besser einlebt und dann kommt man auch jetzt im zweiten Trainingslager in Österreich, kam man dann halt auch immer besser klar. Und dann konnte man sich auch an das Tempo und an die Härte halt gewöhnen. Das, ich denke mal, jeder Fußballer will spielen und so hoch wie möglich und dann bei Arminia in der zweiten Liga vor den Fans wäre natürlich super. Ausfall mit Paco, er hat einen Schlag bekommen am Montag auf den Spann. Rechter Fuß, das wird nicht reichen bis Freitag, hat noch nicht trainieren können. Schade, weil er auf einem guten Weg war. Jetzt in die Mannschaft einzukommen oder nah ranzukommen auf jeden Fall. Ansonsten sind alle fit. Und ja, natürlich eine gefährliche Mannschaft. Die sind letzte Saison aus der ersten Bundesliga abgestiegen. Sicherlich auch ein paar Abgänge zu verzeichnen, aber wir müssen an unsere Stärkung glauben und dann hoffen wir, dass wir die 3 Punkte hier in der Schülker Arena behalten. Nicht beabsichtigt. Wenn es durch Zufall mal im Radio kommt, dann höre ich mir das gerne mal an, aber ansonsten, also ich habe mir noch nie ein Album von Toten Hosen gekauft. Es ist einfach so, Fortuna Düsseldorf, großer Name, sehr gute Mannschaft, große Ambitionen. Das Ding ist, dass wir Punkte holen müssen. Egal gegen wen, wir haben nicht die Möglichkeit zu sagen, jetzt kommt Fortuna Düsseldorf, da gucken wir mal oder das ist ein Bonusspiel, ganz im Gegenteil. Wir müssen sehen, dass wir Punkte kriegen, dass es Fußball ist, Ergebnissport und wir sind bis jetzt mit den Leistungen sehr zufrieden, mit den Ergebnissen oder mit dem Ertrag für unseren Aufwand nicht. Wir müssen einfach Ergebnisse abliefern, das ist unsere Pflicht. Wir brauchen 40 Punkte nachher, um unser Ziel zu erreichen. Und ob der Gegner Fortuna Düsseldorf heißt, Ingolstadt, Sandhausen, ist komplett egal. Wir müssen unser Ding machen und es muss der erste Heimsieg her.